The only thing that puts you and me at a disadvantage is our lack of knowledge concerning history. Imam Saad al-Din, auch bekannt als Hu Songshan, war ein spiritueller Führer und ein Gelehrter im muslimischen China, dessen Beiträge der Entwicklung des chinesischen Islam maßgeblich geprägt haben. Im Jahr 1880, als Sohn eines chinesischen Imams und spirituellen Führers geboren, verließ Hu Songshan nach und nach die Gruppe seines Vaters, um ein führender Fürsprecher für religiöse Reformen und Orthodoxie zu werden. Im Alter von 21 Jahren lag sein Hauptaugenmerk auf der Ausrottung abergläubischer und abweichender Rituale. Im Jahr 1924, als er fast 45 Jahre alt war, reiste Imam Saad al-Din über Shanghai in Richtung der heiligen Stadt Mekka für die große Pilgerfahrt. Bedauerlicherweise war seine Erfahrung mit der Hajj in Arabien ein wenig entmutigend, erlebte nicht viel Solidarität und fühlte sich von allen anderen Pilgern diskriminiert. Nach Beendigung seiner Pilgerreise kehrte der Imam nach China zurück und begann sich auf den chinesischen Islam zu konzentrieren, um seinem Volk zu helfen, seine kulturelle, historische und religiöse Identität zu stärken. Imam Saad al-Din ermutigte zu mehr Verständnis und Zusammenarbeit zwischen Muslimen und Nichtmuslimen in China. Er studierte auch klassische chinesische Texte, um die breitere Gesellschaft zu erreichen und anzusprechen. Im Gegensatz zu einigen buchstäblichen chinesischen Gelehrten forderte Imam Saad al-Din jedoch, dass die Muslime die chinesische Sprache lernen und trat für die Einbeziehung mehrerer unterschiedlicher Fächer ein, darunter zeitgenössische Wissenschaften, Mathematik und Fremdsprachen als Teil des islamischen Lehrplans. Zwischen 1930 und 1940 arbeitete der Imam fleißig und leidenschaftlich zusammen mit anderen Intellektuellen daran, mehrere Schulen zu gründen, die den Schülern sowohl chinesische als auch arabische Disziplinen beibrachten. Tatsächlich übersetzte Imam Saad al-Din mehrere klassische Manuskripte aus dem Chinesischen ins Arabische und umgekehrt und hinterließ bis zu seinem Tod im Jahr 1955 ein reiches Erbe und einen bleibenden Beitrag für China.